Okay, Leute, wir machen weiter bei Let's Play La Mulana. Und ich hab's angekündigt, wir machen natürlich weiter im ersten Areal, wo wir versuchen werden. Na, was versuchen wir? Wer weiß es? Wer hat aufgepasst? Richtig. Wir versuchen uns am Endgegner der ersten Welt, damit ihr sowas auch mal seht. Endgegner, weil ich bin mir sicher, ihr habt noch nie in eurem Leben einen Endgegner gesehen. Nie. Ihr kennt auch keine Videospiele. Ich bringe euch quasi eine ganz neue Welt bei. Aber ist schon okay. Ich mach das gerne für euch. Ist echt gar kein Ding. So, geht's da lang? Nein. Oder doch? Ich glaube schon, oder? Wir gehen mal rechts gucken. Irgendwo war er hier. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, der war im ersten Areal. Doch, doch, hier war er. Ich bin mir nahezu sicher. Ja, unsere Energie sagt, wir haben genug. Und was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen uns das Ankyo-Wel schnappen. Damit vor dieser Wunderlampe stehen und einfach aktivieren. Und dann passiert sowas. Ein Feuerwerk. Und die Musik ändert sich ins unermesslich Epische. Okay, da haben wir unseren ersten Endgegner, dessen Namen ich nicht kenne. Den ich auch nicht treffen kann, komischerweise. Geh weg! Den ich immer noch nicht treffen kann. Den ich jetzt treffen kann. Hau ab! Wow, ich glaube, du willst schießen, oder? Ja, hast du vor. Na, so viel ziehst du ja gar nicht ab. Und da mache ich mir Gedanken. Ich mache aber auch viel Träger um nichts. Jo. Boah, das war echt knapp. Also ich sage euch, die Endgegner, die sind nicht alle ganz so schwer wie der hier gerade. Es gibt da ein paar, die sind echt ein Stückchen härter. Ne, ich muss sagen, ich bin ein wenig überrascht. So leicht hatte ich den gar nicht im Hinterkopf. Aber was soll's. Na gut, wir haben jedenfalls einen Endgegner besiegt und das erste Areal befreit. Ja, sag mal befreit. Ja, sagen wir. Ja, und falls ihr euch erinnert, diese Steinköpfe hier hatten ihrer Zeit auch mal Augen. Die haben uns verfolgt. Erinnert ihr euch? Ja, klar. Wo gehen wir denn hin? Sollen wir nochmal in die Ägypten-Area? Ich weiß nämlich gerade leider nicht, wo ich hin soll. Wir hätten zwar eine Karte. Aber. Leute, wisst ihr was? Ich zeige euch was. Nein, zeige ich euch nicht. Doch, zeige ich euch wohl. Aber nicht von hier, sondern von da. Ich hoffe mal. Ja, mache ich's? Mache ich's nicht? Wir schauen mal. Ich zeige euch jedenfalls, wie ihr eines der vielen Riddle lösen könnt. Ja, genau, quasi. Indem ihr dem komischen Vieh auf dem Rücken springt. Was ist das eigentlich? Eine Ameise? Naja, was soll's. So, da lang. Und dann sind wir auch schon wieder fast da. Und ich hätte wirklich gerne dieses Item, was uns schneller laufen lässt. Und ich werde ihr seid immer noch immer überlegen. Welches Item könnte einen schneller machen? Ja, ja, grübelt weiter. Natürlich sind es auf gar keinen Fall Schuhe. Ich meine, die Schuhe erwartet jeder natürlich. So, was haben wir denn hier? Also, seht ihr diese Lore? Ja, ich auch. Schön. Gucken wir mal, ob wir die da runterkriegen. Hallo? Ja, eigentlich. Moment. Ja, eigentlich wollte ich euch gerade was zeigen, aber irgendwie vielleicht doch nicht. Okay. Falsche Waffe vielleicht? Sieht danach aus. Na gut, ich zeige euch doch nichts. Doch, ich zeige euch, wie ein Gegner mit zwei. Nein. Ach, wie gehen wir da lang? Ach ja, der Sonic-Raum. Ja, ich habe dazugelernt. Jetzt weiß ich auch, dass ich zwei Dinger für euch brauche. Und ihr wisst, wie ihr mich am schönsten abfuckt. Nämlich so. Richtig. So. Dieser Raum da hinten mit den ganz vielen Steinplatten. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen länger warten. Aber auch der Raum wird kommen. Und dann werdet ihr verstehen, in welcher mysteriösen Art und Weise diese denn zusammenhängen. So, geh weg, mysteriöser Steinmann. So, was haben wir denn hier? Ach so, haben wir genug Geld? Nein, schade. Moment, kann man hier hoch? Nö. Aber hier waren wir schon. Hier gab es einen Shop. Ja, den sieht man sogar noch. Aber wir könnten da unten lang, sehe ich gerade. Da waren wir noch nicht. Ja, das war natürlich äußerst fair. Das muss man euch lassen. Ja, oh, bist du fair. So, geht's hier lang? Ja, hau mich einfach aus dem Bild am besten. Ja, genau so. Hast du schon ganz gut drauf, ja. So, und ich muss aufpassen, dass ich nicht abasche.
Boah, ey. Ich glaube, kann es sein, dass ich... Warum frage ich? Ihr wisst nicht mal, was ich fragen will. Ich weiß ja selber nicht mal, was ich fragen will. Achtung, der springt. Ey, Junge. Spring hoch. Ja, das ist runter. Geh weg. Und natürlich habe ich die anderen Projekte, die da noch am Laufen sind, auch nicht vergessen. Super Mario mit Nintendo und was waren da noch alles? Final Fantasy. Natürlich alles nicht vergessen, aber kommt Zeit, kommt auch das. So, hier waren wir noch nicht, soweit ich mich entsinne. Ah. Okay. Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ach so, ja, natürlich. Glyph Reader. Und lesen. Mit dem richtigen Knopf. Ach so, ja, das. Hier waren wir doch schon. Hier rechts geht's. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht geht der Boden weg. Ja. Ich wusste eigentlich, dass es passiert. Und warum? Naja, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Das sieht mir so nach Rätsel aus, aber. Ich habe eigentlich geschlagen, aber wenn es dich stört, dass ich dich schlage, ist es gar kein Ding. So, Sonic. Ja, erinnert ihr euch? Betet, einfach nur beten. So, und wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Ja, Lamulan hat sehr ausgefallene Rätsel, muss man dazu sagen. Mitunter ist es nämlich wirklich einfach nur rumstehen. Aber ich will euch gar nicht zu viel verraten von den Rätseln. Ich meine, ihr werdet die eh früher oder später sehen. Aber ein paar dieser Rätsel, man denkt man sich nur, wer soll darauf kommen? Mein Gott, scheinbar ist es immer noch nicht richtig. Verdammt. Ist das jetzt ein Ding oder nicht? Moment, ich gehe gucken. M. Ja, natürlich, klar. So. So, mal schnell gucken hier. Ja, okay, alles klar. Ja, wir kommen da zwar lang, aber es bringt nicht wirklich was. Ja, bis wir das Ding da oben erreichen, dauert es auch noch eine ganze Leile. Eine ganze Leile, ja. Eine ganze Weile. Aber was soll's? Wir haben Zeit genug, wir sind jung und wir brauchen das Geld. Geh weg! Komm nie wieder. So, gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, es gibt hier echt nicht mehr zu tun. Wir sollten uns mal im Mausoleum weiter umgucken. Ja, stimmt. Es gibt ja noch dieses schöne Rätsel, was diese Nacht angeht. Beziehungsweise diese Sterne. Falls ihr euch erinnert. Da denke ich mal, sollten wir weiter ansetzen. Hier ist doch irgendwas. Das sieht doch jeder. Aber ich greife sicherlich nicht an. Ich weiß leider auch gerade nicht, was wir da machen könnten. Soll ich dir vielleicht ein Messer ins Herz stechen oder so? Nö. Mager nicht. Ja, Kopf kann ich dir auch nicht kaputt stechen. Ja, gut. Wir kümmern uns einfach mal weiter um dieses Rätsel, in dem wir in die Stacheln laufen. Wäre das Rätsel des dummen Let's Players nämlich jetzt gerade auch gelöst. Wieso laufe ich da rein? Mein Gott. Stirb. Stirb. Oh nein, ich meine, geh kaputt. Ich meinte, Kebab. Ja. Fast gut von mir, aber auch nur fast. So, hier gab's doch nicht so viel. Hatten wir diese Truhe schon? Ja, das finde ich ein bisschen schade bei Lamulana. Ich hätte mir gewünscht, dass die Truhen, die einst verwendet wurden oder schon geöffnet sind, verschwinden. Fände ich eigentlich ganz cool, aber scheinbar wäre das zu leicht. So, was ist denn da unten eigentlich? Ach ja. Zwillingslabyrinth, nicht wahr? Ja. Ah, wir schauen einfach mal, was uns hier so erwartet. Okay, nichts. Falls wir hier überhaupt schon großartig weiter können. Okay. Wow! Ab. Pff. Oh Gott, mein Herz, was bin ich zusammengezuckt? Ja. Das solltet ihr übrigens nicht tun. Kann ich jetzt den Endgegner bitte nochmal neu besiegen? Verdammt! Ich bin zu neugierig. Ich könnte mich jetzt schon wieder so über mich selbst abfacken. Haben wir irgendwas in dem Part erreicht? Ich will mir den nicht nochmal angucken. Schreibt den bitte unter das Video. Ich mache jetzt den Endgegner nochmal und gehe dann hier mal nicht zugrunde. Verdammt, ich Idiot! Mein Gott! Ein bisschen weniger Schaden hätte es auch getan. Ich meine, ich war doch im gelben Bereich. Das. Scheiße, dämlich, ey. Echt dumm.
Also wie gesagt, falls ich irgendwas erreicht haben sollte, bis auf den Endgegner, den überaus schweren Endgegner, das darf man ja nicht vergessen, schreibt mir das bitte. Ich will den ganzen Kack nicht nochmal gucken. Aber ich glaube, wir hatten nichts, oder? Ich meine nicht. Und warum laufe ich hier eigentlich lang? Weil es hier richtig ist. Ach so, verstehe. Ja. Super. Boah, wie ich mich über mich selber aufrege. Wenn es nicht jetzt schon so spät wäre, würde ich rumschreien und rumgrüllen. Ich weiß, darauf wartet ihr nur, aber... Habt Geduld, das kommt alles noch früher oder später. Ah. Messer rein, geht er mal raus. Komm her, du falsche Schlange. Bam. Ja, ja. Ich weiß, du willst schießen. Ja, ja, ja. Tschö. Da war eine 1, habt ihr gesehen? Natürlich wollte ich euch nur nochmal zeigen und von meinem Talent überzeugen, wie ich mit schweren Situationen fertig werde. So Endgegner und sowas, wisst ihr? Naja, bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen rede, gehe ich besser speichern. Mein Gott. Game Master, und ich werde mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, was wir als nächstes machen sollten. Do you wanna save? Ja, ja. I saved your game. Mal sehen, was er uns sonst sagt. Glyphreader, Moment. I wonder what happened to Venom. Ich frage mich, was mit dem... Aha, ich frage mich, was mit Venom passierte. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Seen him since I heard him laughing while in the campsite. I certainly hope he's doing well. Okay, irgendwas mit Venom? Oder Venom? Ja, Venom. Keine Ahnung, wer das sein soll. Eshguine's curse is awful. After all, it's an iron pipe sticking out from the crotch. Was auch immer. Ja, ja, tschüss. Naja, Leute. Ich werde mich schlau machen, gucken, was wir als nächstes zu erledigen haben. Ich danke fürs Zugucken bei Let's Play Lamulana und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!